Hallo, hier ist der Muho wieder mit seiner Bommelmütze vor einer Kalligrafie, die er selber nicht lesen kann, bis auf dieses eine Zeichen hier, Buddha, ne? Und es scheint irgendetwas mit den Mahlzeiten zu tun zu haben, aber was genau, weiß ich nicht. Ich komme zurück auf die Mail, über die ich auch schon gestern gesprochen habe. Die Schreiberin ist Weberin und sie interessiert sich auch für Saori, das ist eine japanische Webetechnik. Und das liegt ihr irgendwie mehr als das Sitzen, ne? Beim Weben fällt es ihr einfach, in den Flow zu kommen. Es fällt ihr einfacher, Raum und Zeit zu vergessen und einfach konzentriert im Moment zu sein. Und jetzt fragt sie sich, muss ich denn überhaupt sitzen? Ist es denn der einzige Weg? Und die Antwort auf diese Frage habe ich auch schon verschiedentlich gegeben. Gebt einfach mal das Wort Weg ein in die Suchfunktion auf meinem Kanal. Es ging immer wieder darum, ist denn der einzige Weg? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Es gibt viele Wege. Wird immer wieder gesagt, es gibt viele Wege, die vielleicht, vielleicht auch nicht, auf denselben Berg führen. Aber es ist nicht so, dass es nur einen Weg gäbe, der auf die Bergspitze führt. Und mit Bergspitze ist letztlich das Hier und Jetzt gemeint. Es gibt viele Wege, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Denn eigentlich sind wir ja schon alle da. Und es gibt viele Wege, die aus diesem Hier und Jetzt weiterführen. Ne? Du musst im Hier und Jetzt einen weiteren Schritt machen. Einen Schritt, aber in welche Richtung? Letztlich, das musst du entscheiden. Es ist dein Weg. Es gibt viele Wege, aber, ne? Und das ist auch wichtig und das habe ich auch immer wieder gesagt. Du wirst, egal welchen Weg du dir wählst, immer wieder an eine schwierige Stelle kommen, wo es nicht so einfach ist. Und wenn dir das, diese Metapher mit dem Nadelöhr oder mit dem Sterben auf dem Kissen was sagt, ne? Wenn es dir wirklich darum geht, ich muss durch dieses Nadelöhr durch. Wenn du irgendwann auf deinem Weg, früher oder später, an diesen Engpass kommst, wo es sich wirklich so anfühlt wie ein Kamel, das vor einem Nadelöhr steht, und du kommst nicht durch. Natürlich gibt es andere Wege, aber wenn du das an dem Punkt dann als eine Ausrede verwendest, um zu sagen, ja, vielleicht war es ja doch nicht mein Weg, vielleicht nehme ich mir einen anderen, dann wirst du auch auf diesem anderen Weg stecken bleiben. Denn jeder Weg letztlich führt dich vermutlich an dieses Nadelöhr. Es sei denn, und das ist ja auch okay, es sei denn, es geht dir einfach nur darum, zu entspannen, zu relaxen, den Alltag zu vergessen. Das ist ja auch okay, ne? Aber wenn du Zen nicht nur deshalb praktizierst, um zu entspannen, sondern es geht dir letztlich um alles, ne? Dann musst du an irgendeinem Punkt, wenn du vor diesem Nadelöhr stehst, ne, und du weißt zwar, es gibt viele Wege, Zen ist nicht der einzige, du musst diese Überzeugung in dir haben, aber für mich ist es dieser Weg. Es gibt keinen anderen Weg für mich. Denn sonst kommst du nicht durch das Nadelöhr, ne? Das heißt, die Frage auf die Antwort auf die Frage, gibt es nicht noch andere Wege, ist ja, ne? Ja, aber du musst deinen Weg finden und du musst die Überzeugung, den Glauben, das Vertrauen haben, dass es für dich der einzige Weg ist, ne? Dazu gehört auch eine große Verzweiflung, ne? Also Hakuin sagt, großer Zweifel, aber auch Glaube, Vertrauen und dann eine Anstrengung, ne? Und wenn du sagst, ja, aber so wichtig ist es mir ja doch nicht, ne? Dann brauchst du wahrscheinlich nicht zu sitzen, ne? Und wie gesagt, wie lang oder kurz, ne? Entscheide selber, ne? Beziehungsweise richte dich nach der Sangha, wenn du eine hast. Zu meinem Thema, was ich mich so frage, Sazen sitzen, fällt mir schwer, schrieb die Mailschreiberin gestern.
Ich übe, aber der Flow und das Vergessen von Raum und Zeit, Konzentration, gelingt mir am besten in meinem Handwerk, dem Weben. Weiß nicht, ob du Saoli-Weben kennst, schon mein Thema als Weberin. Ich frage mich, ob man wirklich sitzen muss. Dein Video, das damit zu tun hat. Ich sage ja immer, benutzt die Suchfunktion auf meinem Kanal. Bei diesem Video, das hat die Nummer 691, könnte ich mir vorstellen, dass es die wenigsten finden durch die Suchfunktion, denn es hat den Titel Psychose heilen durch Sazen. Und in den letzten 3 Minuten in dem Video geht es auch um dieses Thema. Aber der erste Teil des Videos, da geht es um eine andere Frage von jemand, der sagt, ne, also klar, sitzen in der Stille, still sitzen auf dem Kissen, schön und gut, ne, aber es gibt ja auch Zen in Bewegung. Wie man das zum Beispiel im Karate oder im Aikido, in den japanischen Kampfkünsten übt. Oder für mich Joggen oder einfach nur auf dem Laufband. Das ist für mich oft sehr viel einfacher reinzukommen in Zen. Ich bewege mich und ich tue ja auch noch was für meinen Körper. Was meinst denn du dazu? Auf die Frage bin ich eingegangen in diesem Video 691, ne? Und ich habe gesagt, klar, ne? Zen bedeutet nicht nur sitzen, man kann es auch in Bewegung praktizieren. Man sollte es auch in Bewegung praktizieren, man kann ja nicht den ganzen Tag einfach nur rumsitzen. Aber, ne, und das war dann das Aber in dem Video 691, was meinst du eigentlich mit reinkommen ins Zen? Ich verstehe nicht genau, was du da meinst. Die Mailschreiberin, um die es heute geht, sagt, Flow, Vergessen von Raum und Zeit, Konzentration. Ein anderer würde vielleicht sagen, eine Verbindung zum Hara finden oder reinkommen ins Mu. Und ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass man da sowas, sich eine Vorstellung macht von, jetzt bin ich im Flow oder jetzt habe ich Wu Wei, jetzt bin ich im Zustand des Nichtstuns. Darum ging es ja in den Videos, wo es um Malerei ging. Ne? Kann man Zen nicht auch in der Malerei praktizieren? Vielleicht sogar sehr viel besser. Besser in Anführungszeichen. Aber für manche Leute sehr viel einfacher als beim Seishin. Ne? Beim Malen habe ich sehr viel öfter diese Erfahrung, dass sich der Pinsel wie von alleine bewegt. Ne? Das ist doch sehr viel mehr Zen, als wenn ich da auf dem Kissen mich abquäle. Und so geht es, glaube ich, auch so ein bisschen der Mailschreiberin heute. Beim Weben fällt es mir sehr viel einfacher, mich selbst zu vergessen, Raum und Zeit zu vergessen. Vielleicht ist Sitzen nicht das Richtige für mich. Und die Antwort darauf ist, ja, vielleicht ist Sitzen tatsächlich nicht das Richtige für dich. Vielleicht ist Weben dein Weg. Aber sei vorsichtig, dass du dir kein Konzept machst von diesem Flow-Zustand. Jetzt habe ich Raum und Zeit vergessen. Jetzt habe ich mich selbst vergessen. Jetzt bin ich im Zen. Lass los von diesem Zen. Oder für die Hara-Freaks, ne, das berühmte Savaki-Zitat, echtes Hara bedeutet zu erkennen, dass dein Hara scheißegal ist. Scheiß auf dein Hara, ne? Scheiß auf Flow, scheiß auf das Vergessen von Raum und Zeit. Aber noch ein bisschen weiter. Gibt es nicht noch andere Wege? Ja, natürlich. Wie oft, wie lange? Darüber habe ich jetzt gesprochen. Ne? Ich übe, aber der Flow und das Vergessen von Raum und Zeit, Konzentration, gelingt mir am besten in meinem Handwerk, dem Weben. Gibt es nicht auch andere Wege als Zen? Die große Frage nach der Erleuchtung stelle ich mir eigentlich nicht. Aber Routinen wie Yoga gehen finde ich gut für den Tag. Ich lebe schon sehr im Isso. Isso. Das ist für die Mailschreiberin wahrscheinlich der Ausdruck dessen, worum es eigentlich ihr geht. Ne? Es ist einfach so. Einfach die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Sich dem Fluss überlassen, sozusagen. Und wie gesagt, da ist schon wieder die Gefahr, dass man ein Konzept draus macht, ne, vom Isso, dem reinen Sein im Da. Und plötzlich hat man diese Idee von, was es bedeutet, einfach nur im Da zu sein, im Kopf. Und kann davon nicht mehr loslassen. Ne? Und plötzlich ist man nicht mehr
einfach so. Plötzlich ist man nicht mehr da, sondern man ist in diesem Konzept vom Ist so. Kann auch passieren, ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wobei, wie auch schon gesagt wurde auf diesem Kanal, auch die Konzeptlosigkeit ist ja nur ein Konzept, ne? Wenn du glaubst, oh, jetzt habe ich endlich die ganzen Konzepte losgelassen, endlich bin ich im Zustand der Konzeptlosigkeit. So wie der, der sagt, jetzt bin ich endlich ein Buddha, ne? Wer es glaubt, wird selig. Ich komme nur langsam weiter, ihr kennt mich, ne? Ihr kennt mich. Tut mir leid. Aber es geht ja auch nicht um Geschwindigkeit, ne? Ich komme morgen noch einmal darauf zurück, ne? Die Mail, ich bin auch noch gar nicht am Ende, ne? Ich bin nur halb durch. Ich werde mich morgen dieser Mail noch einmal widmen und bis dahin wünsche ich euch einen guten Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.